Handeln auf Befehl. Handeln auf Befehl konnte man bei den alliierten Prozessen gar nicht geltend machen. Das wurde gar nicht zugelassen unter dem Motto, damit geben wir uns gar nicht ab. Man muss allerdings auch sagen, dass auch die bundesdeutschen Gerichte das nicht, diese Einlassung nicht haben gelten lassen. Es gibt eigentlich einheitlich die Linie, dass sie gesagt haben, die Tötung von Juden, Sinti und Romas, Kommunisten und wie auch immer, können nicht durch einen Befehl gerechtfertigt sein, auch nicht von höchster Stelle. Und deswegen muss auch der abgestumpfteste SS-Mann erkennen, dass man diese Befehle nicht befolgen musste. Es hat also im Grunde genommen kein Urteil gegeben in der Nachkriegszeit, wo man das Handeln auf Befehl hat gelten lassen. Was eine viel größere Rolle gespielt hat, das ist die Frage des Notstands und des Putativnotstands. Die meisten von uns haben mit Notstand und Putativnotstand beim Studium zu tun gehabt. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass der § 54 StGB alter Fassung beim Notstand eine strafbare Handlung nicht vorhanden ist, wenn die Handlung außer im Falle der Notwehr in einem unverschuldeten, auf andere Weise nicht zu beseitigenden Notstand zur Rettung aus einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben des Täters oder eines nahen Angehörigen begangen worden ist. Also Beispiel, ein Schiff sinkt und die Leute schwimmen im Wasser und es gibt zu wenig Rettungsboote. Und die Rettungsboote sind alle schon voll und Leute, die noch im Wasser schwimmen, versuchen, in die Rettungsboote zu kommen. Und es ist klar, wenn die auch in die Rettungsboote kommen, dann sinken die Rettungsboote. Wer dann verhindert, dass die Leute in die Rettungsboote kommen und damit in Kauf nehmen, dass sie dann sterben, der handelt in einem Zustand des Notstandes. Entscheidend ist bei dem Notstand aber, dass er unverschuldet sein muss. Und die Frage ist jetzt, kann dieser Notstandsparagraf auf SS-Männer und Frauen in Konzentrationslagern angewendet werden? Also wer in die SS eintrat, der wusste spätestens seit 1936, dass die SS zuständig war für die Kontrolle der Konzentrationslager. Und der wusste auch in den 40er Jahren, dass sie in den Vernichtungslagern eingesetzt wurden. Und wer in die SS eintrat, der hat sich nicht nur ein Fortkommen, Aufstiegschancen versprochen, sondern auch mehr Geld. Sie bekamen im KZ mehr Geld, als wenn sie nicht im KZ tätig waren. Die Frauen gingen als junge, oft sehr junge Frauen, 19, 20 Jahre. Irma Grese in Bergen-Belsen war, glaube ich, 19 Jahre, als sie ins Konzentrationslager kam. Und diese jungen Frauen, die machten eine Ausbildung in KZs, und zwar meistens im KZ Ravensbrück. Da wurde ihnen dann gezeigt, was sie da für Rechte haben und welche Macht sie haben, dass sie Frauen waren, die über Leben und Tod herrschen und keinerlei Konsequenzen zu fürchten hatten. Und deswegen wird man sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern nicht vor einem unverschuldeten Notlage sprechen können. Wir haben es allerdings auch mit dem sogenannten Putativnotstand zu tun. Das heißt, wenn ich irrig der Annahme bin, ich befände mich in einem Notstand, dann kann ich auch von Strafe befreit werden, wenn das unwiderlegbar ist. Und da gibt es einen Mann, auf den muss ich unbedingt zu sprechen kommen. Jetzt brauche ich das Mikrofon. Also, und dieser Mann heißt Christian Wirth. Sie werden von ihm schon gehört haben. Christian Wirth war eine der übelsten Personen der Nazi-Zeit. Er war gelernt. Kann man nichts sehen? Er war gelernter Kriminalbeamter und ist schon im T4-Verfahren, also im Euthanasie-Verfahren eingesetzt worden, hat da organisatorische Maßnahmen ergriffen. Und als das T4-Verfahren
oder die Euthanasieverfahren gegen Erwachsene beendet wurden, gegen Kinder übrigens nie, aber gegen Erwachsene beendet wurden, da ist er mit seinen Leuten nach Polen gekommen und ist Inspekteur der Konzentrationslager geworden. Er war der erste Kommandant des Vernichtungslagers Belzec und ist, wie gesagt, später befördert worden. Und vor diesem Mann hat man Angst gehabt, und ich würde sagen, zu Recht, wenn Sie dem heute begegnen würden am Bürgersteig, dann wechseln die Straßenseite, denn der war wirklich ein finsterer Typ. Und die Leute in den Vernichtungslagern haben geltend gemacht, sie hätten so viel Angst vor Christian Wirth gehabt, dass sie dachten, wenn sie die Befehle nicht befolgen, dann würden sie selbst auch erschossen werden beziehungsweise in ein Konzentrationslager kommen. Und dieses Argument ist immer wieder in den Prozessen gegen die Aufseher in den KZs ins Feld geführt worden und hat zu einer Vielzahl von Freisprüchen geführt. Wenn ich Sie jetzt frage, sind hochrangige Juristen, wer hat im Berufsleben mit Putativnotstand zu tun gehabt? Herr Würfel, Sie sind Strafverteidiger. Haben Sie jemals Putativnotstand eingesetzt? Wahrscheinlich nicht. Also ich muss auch sagen, als ich zum ersten Mal den Begriff hörte, habe ich mir gedacht, vielleicht brauchst du ihn fürs Staatsexamen, da wird vielleicht schon nachgefragt, aber im Berufsleben wirst du nie wieder damit zu tun haben. Und so war es auch. Aber in der Zeit der NS-Prozesse hatte der Putativnotstand eine Blütezeit. Das hat dazu geführt, dass beim Landgericht Dortmund 80% aller angeklagten KZ-Aufseher freigesprochen wurden wegen Putativnotstand. Es gab in der Nazizeit 4 Vernichtungslager. Das war das Vernichtungslager Belzec, Sobibor, Treblinka und Kulmhof. Auschwitz und Majdanek waren gemischte Lager. Die waren sowohl Arbeitslager als auch Vernichtungslager. Aber das waren reine Vernichtungslager. Und wenn wir uns mal ansehen, wie die Urteile in diesen 4 Prozessen ergangen sind, da war im Konzentrationslager Belzec sind 8 Angeklagte freigesprochen worden wegen Putativnotstands. Nur einer ist verurteilt worden und das war der Fahrer von Christian Wirth. Dem hat man nicht abgenommen, dass er solche Angst vor Christian Wirth hatte, dass er da nicht tätig werden wollte. Konzentrationslager Sobibor waren 21 Aufseher angeklagt, 13 wurden wegen Putativnotstands freigesprochen. In Treblinka sind beide Prozesse in Düsseldorf geführt worden. Da ist einer freigesprochen wegen Putativnotstands. Und im Konzentrationslager Kulmhof, da hat man zwar Putativnotstand nicht angewandt, aber man hat Militärstrafrecht auf die Angeklagten angewandt und dann von Strafe abgesehen. Ich komme gleich noch auf dieses Problem des Militärstrafrechts. Also es hat eine Vielzahl von Freisprüchen gegeben, die für uns heute unvorstellbar sind. Also teilweise, also Dortmund 80%, und aber auch in anderen Städten fast bis zu 50%. Und wenn ich mir vorstelle, ich war 4 Jahre in der Strafkammer, davon 3 Jahre im Schwurgericht, ich kann mich nur an 3 Freisprüche erinnern. In der ganzen Zeit. Und da wird die Hälfte oder in Dortmund sogar 80% freigesprochen. Dass da etwas nicht stimmen kann, müsste auch eigentlich klar sein. Ich komme zur Täterschaft und Teilnahme. Der Bundesgerichtshof, das ist gestern schon erwähnt worden in einem Vortrag, der Bundesgerichtshof hat die Auffassung vertreten, dass nur Haupttäter oder Täter seien Hitler, Himmler, Göring, Heydrich und Kaltenbrunner und alle anderen Gehilfen seien. Es sei denn, sie hätten während dieser Tätigkeit als Gehilfe Täterwillen entwickelt. Ich will gleich dazu ein Beispiel nehmen. Bei allen anderen, wie gesagt, haben sie Beihilfe angenommen
Und das haben natürlich die Untergerichte übernommen. Es wäre ja töricht zu sagen, der BGH sieht das falsch und ich verurteile wegen Täterschaft. Die Urteile würden ja alle nicht halten. Insofern war das zu erwarten, dass dann die Landgerichte dieser Rechtsprechung folgen würden. Ein Beispiel, wie man vom Gehilfen zum Täter werden kann, hat es gegeben im Majdanek-Prozess. Da gab es einen Transport von weiblichen Jüdinnen, die etwa 100 kamen ins Konzentrationslager Majdanek, mussten auf dem Appellplatz die Kleider hochnehmen, damit ein Arzt ihre Beine sehen konnte. Und dann hat er geschaut, in welchem Zustand ihre Beine sind und dann entschieden, ob sie gleich ins Gas gehen oder weiter arbeiten können. Und er hat, ich sage jetzt mal das Beispiel, 30 Frauen ausgesondert, die ins Gas mussten und die anderen wurden für weitere Arbeiten eingesetzt. Dann sind zwei Aufseherinnen, Hermine Braunsteiner, Ryan Braunsteiner und Elsa Erich hingegangen und haben, nachdem der Arzt sich entfernt hatte, weitere Frauen ausgesondert und haben gesagt, die gehen auch ins Gas. Und da hat dann das Landgericht Düsseldorf gesagt, in dem Moment, wo du dich über den Befehl des Arztes hinwegsetzt und aus eigener Machtvollkommenheit sagst, da sollen noch weitere sterben, da wirst du Täter, und haben dann das Landgericht Düsseldorf hat Hermine Braunsteiner dann zu lebenslanger Haft verurteilt und Elsa Erich ist in einem polnischen Prozess zum Tode verurteilt worden. Man muss sich allerdings fragen, ist das so ein seltener Fall oder muss man nicht viel eher mal Täterwillen annehmen, wenn man sieht, was in den Konzentrationslagern und auf den Todesmärschen passiert ist? Bei den Todesmärschen muss man zum Beispiel sagen, da gab es eine völlig wirre Situation, was da gelten sollte. Also Himmler hat gesagt, rührt mir die Juden jetzt nicht mehr an, die brauche ich noch für Verhandlungen, den Juden soll nichts passieren. Andere haben gesagt, soweit die Leute nicht mehr gehen können, werden sie getötet. In vielen Bereichen oder in vielen Konzentrationslagern hat es überhaupt keine Befehle gegeben, was mit denen zu geschehen hat, die nicht mehr weiter marschieren können. Und es hat dann eine Vielzahl von Todesmärschen gegeben, wo diejenigen, die keine Kraft mehr hatten zu marschieren, erschossen wurden. Und die Frage, wenn ich keinen Befehl habe, was mit den Leuten zu geschehen hat, die kann ich ja am Straßenrand liegen lassen. Vielleicht erholen sich noch, vielleicht auch nicht. Aber wenn ich sage, ich erschieße jetzt, dann muss ich doch möglicherweise über Täterwillen nachdenken. Das ist in den meisten Fällen nicht aufgeklärt worden, wobei man auch feststellen muss, jemandem nachzuweisen, was er auf seinem Todesmarsch so gemacht hat, da muss man ja erstmal ein Überlegen neben das Mitglied eines Todesmarsches finden, der dann sagt, der hat den und den erschossen. Also das ist relativ schwierig. Aber ich würde sagen, wenn man die Person identifizieren kann, würde ich bei Todesmärschen einen erheblichen Teil an Täterwillen feststellen. Ein anderer Punkt ist in Konzentrationslagern. Ich hatte eben gesagt, die Männer waren Herren über Leben und Tod. Die konnten einen Tod schlagen und hatten überhaupt keine Konsequenzen zu befürchten. Und die niedrigsten Fälle Vergehen haben schon dazu geführt, dass Leute totgeschlagen wurden. Es hat einen Fall in einem Konzentrationslager gegeben, da sollte ein entkräfteter Häftling eine Schubkarre mit Mutterboden irgendwo hinfahren. Und diese Schubkarre ist zu voll geladen worden und der Häftling konnte die Karre nicht mehr richtig transportieren und hat Mutterboden verschüttet. Dann ist jemand gekommen und hat gesagt zu einem anderen Aufseher, schlag ihn tot. Mit dem können wir sowieso nichts mehr anfangen. Also man sieht, ein nichtiger Anlass, das Verschütten von einigen Gramm Mutterboden konnte schon dazu führen, dass man totgeschlagen wurde. Und auch da würde ich sagen, ist man eher am Täterwillen als am Gehilfenwillen.
Anwendung von Militärstrafrecht. Da muss ich jetzt mal ein bisschen in meinem Buch nachschauen. Also da war es so, Moment. Chaotisch, ne? Aber können wir schon hin. Also es gab in Paragraphen 47 des Militärstrafgesetzbuches, da stand drin, wird durch die Ausführung eines Befehls in Dienstsachen ein Strafgesetz verletzt, so ist dafür der befehlende Vorgesetzte allein verantwortlich. Es trifft jedoch den gehorchenden Untergebenen die Strafe als Teilnehmer, erstens, wenn er den erteilten Befehl überschritten hat, oder zweitens, wenn ihm bekannt gewesen ist, dass der Befehl eine Handlung betraf, welche ein allgemeines oder militärisches Verbrechen oder Vergehen bezweckte. Dann Absatz 2, ist die Schuld gering, so kann von einer Bestrafung abgesehen werden. Militärstrafrecht konnte aber zunächst nur auf Soldaten angewandt werden. Für SS-Angehörige galt das zunächst mal nicht, aber Himmler hat eine Verordnung erlassen am 9. April 1940 und hat entschieden, dass auch für Angehörige der SS und der Polizeiverbände Militärstrafrecht Anwendung findet. Was er allerdings vergessen hat, in dieser Verordnung zu regeln, ist der Umstand, dass er nicht gesagt hat, was eine Dienstsache ist. Er hat gesagt, Dienstsache hat er für Polizeibeamte geregelt, nicht aber für die SS. Und deswegen war dieser Paragraph für die SS gar nicht anwendbar. Trotzdem haben aber einige Landgerichte diese Verordnung herangezogen und auch SS-Angehörige, also Angehörige der Totenkopfverbände und nicht der Waffen-SS, nach Militärstrafrecht behandelt und von Strafe abgesehen. Wobei man zum Beispiel sagen muss, im Kulmhof-Prozess in Bonn, da war es so, dass man 5 Leute nicht verurteilt hat, von Strafe, wegen geringer Schuld von Strafe abgesehen hat, in einem Vernichtungslager und als Begründung angegeben hat, sie hätten ja keine Befehlsgewalt gehabt und außerdem seien sie auf so geringem geistigem Niveau gewesen, dass man denen nicht böse sein kann. Da waren aber 3 Polizisten. Also wenn man sich mal vorstellt, was wir für Polizeibeamte eingestellt haben, die auf geringem geistigem Niveau waren und nicht erkennen konnten, ob ein Befehl verbrecherisch war. Das hat das Landgericht Bonn ernsthaft angenommen und es hat auch keine Aufhebung durch den Bundesgerichtshof gegeben. Dann komme ich auf die frühen Verfahren zu sprechen. Es hat in den Westzonen 42 Prozesse gegeben gegen Angehörige der NSDAP und die führten teilweise auch zu Todesstrafen. Also es sind 2 Frauen aus dem Euthanasieprogramm, 2 Krankenschwestern zum Tode verurteilt und hingerichtet worden. Und auch beim Landgericht Köln ist ein Angehöriger der NSDAP und der SS zum Tode verurteilt und hingerichtet worden. Jetzt fragt man sich natürlich, wieso zum Tode verurteilt in den Westzonen? Dann, dazu muss man wissen, dass die Todesstrafe erst mit dem Grundgesetz abgeschafft wurde, also am 23. Mai 1949. Und diese Prozesse waren aus den Jahren 1946 und 1945. Und das heißt, da konnte man noch zum Tode verurteilt werden. Und da muss man auch eine gewisse Schärfe in der Strafzumessung feststellen. Ich will mal als Beispiel den Fall Helene Schwärzel darstellen. Helene Schwärzel war eine Frau, die den Widerstandskämpfer Karl Friedrich Gördeler irgendwo identifiziert hat. Er war auf einem Luftwaffenstützpunkt in Elbing und sie war eine Büroangestellte und hat dann zu einem Vorgesetzten gesagt, ich glaube, da vorne sitzt der Gördeler. Und Gördeler wurde als Hochverräter gesucht und sie hat ihn angezeigt und die Polizei zu seinem Aufenthaltsort geführt.
und ist dann mit 1 Million Reichsmark Belohnung von Hitler ausgezeichnet worden. Also Hitler hat sie persönlich empfangen und ihr einen Scheck über 1 Million Reichsmark ausgehändigt als Dank dafür, dass sie diesen Hochverräter Gördeler angezeigt hat. Es hat dann 1946 einen Prozess gegen Helene Schwerzel gegeben und sie ist wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 6 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Verbrechen gegen die Menschlichkeit war eine Vorschrift aus dem Alliierten Kontrollratsgesetz Nummer 10, das die Rechtsgrundlage für diese Prozesse war. Und es sind eine Vielzahl von Angeklagten wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit verurteilt worden und Helene Schwerzel hat eine Strafe bekommen, die aus meiner Sicht ziemlich hoch war, nämlich 6 Jahre und die 1 Million Reichsmark sind auch für verfallen erklärt worden. Es gibt noch weitere Denunzianten, die ebenfalls wie Helene Schwerzel verurteilt worden sind und noch höhere Strafen kassiert haben. Also das war eine relativ schwierige Zeit für die Angeklagten. Leider hat sich diese Härte nicht so fortgesetzt, wie man das hätte annehmen können, sondern die Strafen wurden eigentlich immer milder. Ich möchte jetzt einige Einzelfälle schildern. Da beginne ich zunächst mit dem Einsatzgruppenprozess in Ulm. Es hat schon einen Einsatzgruppenprozess im Jahr 1947 gegeben, vor einem alliierten Militärgericht. Da sind Leute wie Otto Ohlendorf und Oswald Pohl und diese Leute verurteilt worden, teilweise mit Todesstrafe. Man wusste also schon 1947, was in den Einsatzgruppen passierte. Und dann hat es 1958, also 11 Jahre später, einen Prozess gegen Angehörige der Polizei gegeben, die als Einsatzgruppen an 30 Mordaktionen teilgenommen hatten. Sie sind alle wegen Beihilfe verurteilt worden. Angeklagt war auch der Polizeipräsident von Memel, der aus eigener Machtvollkommenheit eine Truppe zusammengestellt hat, die Juden getötet hat. Und da hat man argumentiert, ich will das mal eben vorlesen, weil man es einfach nicht glauben kann. Da hat man gesagt, der Mann hieß Fischer Schweder. Selbst der Angeklagte Fischer Schweder, der aus eigenem Antrieb ein Erschießungskommando aus Schutzpolizisten zusammengestellt hat, ist kein Täter, weil er ohne den Rahmen der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik nicht gemordet hätte. Also danach konnte man nur noch einen ehemaligen Mörder dran kriegen, denn sonst hätten wir mal sagen können, ja, wenn der Rahmen gepasst hätte, ja, aber das galt für ihn nicht. Und er hat eine relativ milde Strafe bekommen, nur ein paar Jahre, und ist dann auch noch auf freien Fuß gekommen. Dieser Ulmer Einsatzgruppenprozess hat ziemlich viel Staub aufgewirbelt und hat auch dazu geführt, dass die Zentrale der Landesjustizverwaltungen für die Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg eingerichtet wurde, diese Zentralstelle. Der Ulmer Einsatzgruppenprozess war die Ursache. Dann komme ich zum Auschwitz-Prozess. Wir haben ja heute mehrfach von Fritz Bauer gehört und es ist auch das Verdienst von Fritz Bauer, dass der Auschwitz-Prozess stattgefunden hat. Und im Auschwitz-Prozess sind doch mehr Leute als Täter verurteilt worden als in anderen Verfahren. Insgesamt sind 7 Angeklagte wegen Mordes verurteilt worden. Allerdings nicht der Hauptangeklagte, der stellvertretende Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz, Robert Mulka. Der hat immer gesagt, ich wusste von gar nichts, habe gar nichts mitgekriegt.
Das war alles direkt vor seiner Haustür, aber er hat nichts mitbekommen. Das hat man ihm natürlich auch nicht geglaubt, aber man hat ihm auch keine Täterschaft nachweisen können. Und er hat dann wegen Beihilfe 14 Jahre bekommen. Aber einige haben dann doch lebenslange Haftstrafe bekommen, unter anderem Wilhelm Burger, der Erfinder der Burgerschaukel, und auch ein Jugendlicher, der damals noch Jugendlicher war, Stark hieß der. Da war es allerdings auch nicht schwer, dem Täterschaft nachzuweisen. Der hat nämlich, als Frauen in die Gaskammer geführt werden sollten, hat er Frauen ausgesondert, hat ihnen in die Beine geschossen und dann gesagt, steh auf, Sarah. Und da die nicht mehr aufstehen konnten, weil sie schwere Beinverletzungen hatten, hat er sie dann erschossen. Und da hat das Gericht auch zu Recht gesagt, wenn du sie in die Gaskammer geschickt hättest, hätte man vielleicht Beihilfe annehmen können. Aber wenn du das so gemacht hast, dann bist du Täter und er hat 10 Jahre Jugendstrafe bekommen. Der Auschwitz-Prozess ist deswegen auch von Bedeutung, weil es da wohl den ersten Konfliktverteidiger gegeben hat. Ich nehme mal an, dass das Anwälte nicht so gern hören, wenn ich von Konfliktverteidigern spreche. Aber es gibt sie, und der erste, der als Konfliktverteidiger bezeichnet werden kann, ist der Rechtsanwalt Laternser, der in diesem Verfahren mit allen möglichen Mitteln verhindern wollte, dass es überhaupt zu einer Verurteilung kommt, der meiner Meinung nach übers Ziel mit seiner Verteidigung hinausgeschossen ist. Der war allerdings im Auschwitz-Prozess ein Einzelfall. Im Majdanek-Prozess gab es 3 von dieser Sorte. Ich will gleich noch darauf zu sprechen kommen. Im Majdanek-Prozess, der in Düsseldorf gelaufen ist, da waren Angehörige des Konzentrationslagers Majdanek angeklagt. Und da gab es 3 Verteidiger, unter anderem der Mannheimer Staatsanwalt Ludwig Bock, Rechtsanwalt Ludwig Bock, der ziemlich bekannt geworden ist. Da gab es einen Verteidiger aus Frankfurt und einer aus Köln, die auch als Konfliktverteidiger tätig waren und auch nur das Interesse daran haben konnten, das Verfahren zu torpedieren. Ich möchte an einen Fall erinnern, da ist eine Zeugin gefragt worden, welche Aufgabe sie im Konzentrationslager hatte. Und sie hat gesagt, ja, ich musste das Zyklon B immer aus dem Lager holen und dann zu den Gaskammern fahren. Das war meine Aufgabe. Und dann ist der Rechtsanwalt Ludwig Bock aufgestanden und hat gesagt, ich bitte um Unterbrechung des Verfahrens. Die Zeugin hat gerade zugegeben, Beihilfe zum Mord geleistet zu haben, und ich bitte sie festzunehmen. Das muss man sich mal vorstellen. Man sitzt da als Richter und versucht, das Verfahren so gut wie möglich über die Bühne zu bringen. Und dann werden sie mit solchen Dingen konfrontiert, wo einem die Spucke wegbleibt. Und das ist nur ein Einzelfall gewesen. Es hat weitere Fälle gegeben, wo die Richter nur mit Mühe sich beherrschen konnten, um nicht befangen zu sein. Und wenn wir uns mal ansehen, wie dieser Prozess gelaufen ist. Der Majdanek-Prozess hat 5,5 Jahre gedauert, hat etwas länger gedauert als der NSU-Prozess, war also der längste Strafprozess der deutschen Rechtsgeschichte. Und sie mussten mit diesen Konfliktverteidigern umgehen. Sie mussten aber auch die Zeugen wie rohes Ei behandeln. Da wurden Zeugen aus Israel, aus USA, aus Kanada eingeflogen, aus Polen. Und die mussten ja auch in Schutz genommen werden, auch vor solchen Anwälten. Herr Würfel, sehen Sie mir nach, dass ich jetzt hier Anwälte kritisiere, aber das muss mal gesagt werden, da ist man als Richter wirklich am Limit dessen, was man überhaupt aushalten kann. Und wenn man bedenkt, dass es viele Anwälte gegeben hat, sprich für die Anwälte, Anwälte gegeben hat, die sich bereit gefunden haben, die Zeugen zu betreuen, während sie vernommen werden, also die gesagt haben, ich stehe Ihnen bei, Sie brauchen keine Angst zu haben, dann sieht man, wie schwer dieser Prozess war.
Und dann müssen Sie noch im Lichte der BGH-Rechtsprechung entscheiden. Das Urteil ist ja sehr stark kritisiert worden, weil nur eine Angeklagte als Täterin verurteilt worden ist und lebenslange Haft bekommen hat. Alle anderen wurden wegen Beihilfe verurteilt. Und die Staatsanwaltschaft hatte in 8 Fällen Täterwillen angenommen und in 8-mal lebenslange Haft beantragt. Dazu ist es nicht gekommen. Und auch da muss man sich vorstellen, was dann passiert ist. Es hat Tumulte im Gerichtssaal gegeben. Da sind Leute auf die Bank gesprungen und einer hat zum Beispiel gesagt, ich erkläre das Gericht für abgesetzt. Das müssen Sie als Richter alles aushalten bei der Urteilsverkündung. Und dieser Depp, der das gesagt hat, der ist heute noch stolz darauf. Der ist im Förderverein der Mahn- und Gedenkstätte in Düsseldorf und da sehe ich ihn ab und zu. Also, und er sagt, verdammt, habe ich doch damals toll gemacht. Ich habe das Gericht für abgesetzt erklärt, weil es unfähig war. Und ich muss wirklich sagen, der Vorsitzende tut mir heute noch leid, er ist inzwischen lange tot, war Jahrgang 1930. Er ist auch später Alkoholiker geworden und es hat einen Film gegeben von Eberhard Fechner, einen dreiteiligen Film über diesen Prozess. Und da ist auch noch zu erkennen gewesen, dass der Vorsitzende offenbar überstimmt worden ist oder nicht ausreichend Mehrheiten hatte, um zu einer Verurteilung zu kommen. Also man hatte, wenn man als Richter mit einem NS-Prozess zu tun hatte, auch keine leichte Aufgabe. Von Arschkachel möchte ich gern sprechen, aber im Grunde genommen war das so. Dann komme ich zum Mittelbau-Dora-Prozess. Es hat einen Mittelbau-Dora-Prozess in Polen gegeben, aber auch einen in Essen. Da sind mehrere Angeklagte angeklagt worden. Und man hat dann festgestellt, dass sie als Täter in Betracht kommen und wollte sie wegen Mordes verurteilen. Und dann ist ein Sachverständiger, und zwar kein Unbekannter, sondern der Professor de Boer, das war damals eine Granate als Sachverständiger, der hat gesagt, also der angeklagte Bischof, der hat so ein schweres Herzleiden, den können Sie nicht wegen Mordes verurteilen, dann stirbt er Ihnen noch im Gerichtssaal. Und dann ist das Verfahren nach Beendigung der Beweisaufnahme eingestellt worden mit der Begründung, die Hauptverhandlung ist so weit gediehen, dass damit gerechnet werden muss, dass der angeklagte Bischof als Mörder verurteilt wird. Nach dem Ergebnis des Gutachtens des Sachverständigen de Boer ist damit zu rechnen, dass es infolge der Urteilsverkündung bei dem angeklagten Bischof zu einer exzessiven Blutdrucksteigerung kommt, die seinen Tod möglicherweise noch im Gerichtssaal zur Folge hat. Also man hat einen nachgewiesen, dass er ein Mörder ist, aber man durfte es nicht mehr sagen, weil er dann vielleicht tot umgefallen wäre. Er ist noch alt geworden. Das ist nicht der einzige Fall, wo Sachverständige gesagt haben, der Mann kann nicht mehr verurteilt werden und dann doch noch lange gelebt haben. Also das sind auch so Dinge, die können Sie Schülern nicht verkaufen. Wenn Sie einen Vortrag in der Schule halten und erzählen den Fall, dann lachen die Sie aus. Und das ist ja immer so, der durchschnittliche Mensch sagt zu einem Richter, auch wenn er Zivilsachen macht, bei einem Strafverfahren, das schlecht gelaufen ist, was habt ihr denn da gemacht? Meine Frau hat das auch schon mal gesagt. Ich komme die Treppe hoch, hatte gerade was gelesen, dass ein Gericht falsch entschieden hat und sagt zu mir, was habt ihr denn da gemacht? Das heißt doch keine OLG-Zuständigkeit, was erwirrt sie jetzt von mir? Aber das ist das vorherrschende Denken, die Justiz, ihr habt wieder Blödsinn gemacht. Und das ist auch so ein Fall gewesen, wo man das nur schwer nachvollziehen kann. Dann komme ich auf einen Fall zu sprechen, der betrifft einen Psychiater-Ehepaar, Herr Seidel, das ist für Sie ganz interessant. Das waren die Eheleute Wesse, beide waren Psychiater und waren beide eingesetzt in Kindereuthanasieanstalten.
Er war der Leiter der Euthanasieanstalt und sie war seine Stellvertreterin. Und beide sind später angeklagt worden und verurteilt worden. Und Herr Wesse ist wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden und seine Frau wegen Totschlags im minderschweren Fall zu 2 Jahren. Das haben die beiden nicht verstanden. Das versteht keiner von uns. Das versteht überhaupt niemand. Es waren allerdings unterschiedliche Landgerichte, das muss ich zugeben. Aber ich nehme doch mal an, dass das zweite Landgericht, das gegen die Frau verhandelte, die Akte des ersten Landgerichts vielleicht beigezogen hat, um mal zu sehen, was er so alles angestellt hat. Das sind so Dinge, die können Sie einfach nicht verkaufen. Weil was keiner versteht, kann ich auch nicht verkaufen. Und das ist eigentlich etwas, was uns alle sprachlos macht. Jetzt komme ich zu gescheiterten Verfahren. Da habe ich also einige Beispiele. Ich will 3 nennen, es hat noch viel mehr gegeben, aber 3 nennen. Der erste Fall ist Dr. Werner Best. Dr. Werner Best war der Verfassheimer der Boxheimer, der Verfasser der Boxheimer Dokumente aus dem Jahre 1931. Der war damals Gerichtsassessor und hat Pläne entworfen, wie man nach einem Umsturz die ganzen politischen Gegner ausschaltet. Der ist dann auch aus der Justiz entlassen worden, machte aber dann Karriere in der NSDAP, wurde sogar SS-Obergruppenführer, also höher ging's nicht. Und dieser Dr. Werner Best hat die Einsatzgruppentätigkeit organisiert. Es gibt beim Landgericht Duisburg in einem Schrank noch die Anklageschrift gegen Dr. Werner Best. Die habe ich damals gelesen, über 1000 Seiten. Und ich würde mal sagen, jeder Historiker würde sich freuen, wenn er die Anklageschrift mal in die Hand bekäme, denn die ist wirklich exzellent. Dieser Dr. Werner Best wurde dann später Reichsbevollmächtigter für Dänemark und ist auch in Dänemark vor Gericht gestellt worden und ist zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Die hat er nicht ganz abgesessen, er ist dann in die Bundesrepublik abgeschoben worden. Und jetzt verliert sich die Spur von Dr. Werner Best, wobei ich mich frage, wieso eigentlich? Wenn ich abgeschoben werde, werde ich in der Regel in Begleitung von Polizei abgeschoben. Wenn jetzt hier in der Bundesrepublik jemand abgeschoben wird, dann wird er in ein Flugzeug gesetzt und an Beamte der Bundespolizei begleiten ihn und gucken, dass er auch ankommt. Und dieser Dr. Werner Best, der ist abgeschoben worden, aber keiner wusste, wo er blieb. Der war dann 14 Jahre Justiziar bei Stinnes in Mülheim und man hat nicht gewusst, dass das der ehemalige SS-Obergruppenführer ist. Der ist erst 1969 angeklagt worden. Und dann hat man festgestellt, ja, der Mann ist langsam dement, gegen den können wir nicht mehr verhandeln. Der kriegt gar nicht mehr so richtig mit, warum man ihn vor Gericht stellt. Der hat das ist geltend gemacht worden und auch von Sachverständigen festgestellt worden. Die Sachverständigen haben auch gesagt, ja, die Zerebralsklerose ist zu weit fortgeschritten, da kann man nichts mehr machen. Dann ist das Verfahren eingestellt worden und da hat der DDR-Anwalt Professor Kaul, der hat gesagt, aber doch nicht endgültig eingestellt, sondern nur vorübergehend, vielleicht kriegt ihr noch mal lichte Momente. Und in der Tat war es so, der ist mal als Zeuge vernommen worden beim Landgericht in Duisburg und brillierte durch sein gutes Gedächtnis. Und hat das Landgericht gesagt, oh, der ist ja nicht mehr so schlimm dran, den lassen wir jetzt wieder untersuchen. Und haben sie ihn wieder untersuchen lassen und das Gericht kam zu dem Ergebnis, man könne 1 Stunde am Tag gegen ihn verhandeln. Das müsste ich mir vorstellen. Bis die Leute alle im Saal haben, sind schon 20 Minuten vergangen. Und bis sie ihm gesagt haben, ihnen wird Folgendes vorgeworfen, ist die Stunde abgelaufen. Also das lässt sich technisch gar nicht umstellen. Wenn ich 1 Stunde gegen jemanden verhandeln kann, dann kann ich es auch ganz lassen. Und man hat dann ihn nochmal untersucht und hatte gehofft, man würde vielleicht länger gegen ihn verhandeln können. Aber er ist dann 1986 gestorben.
Dr. Werner Best war übrigens jemand, der bis zum Schluss uneinsichtig geblieben ist. Er hat für eine Nazi-Organisation 25 Jahre jemanden gesucht, der wegen Befehlsverweigerung zum Tode verurteilt worden ist und hat ihn nicht gefunden. Das wäre ja ein Leckerbissen für alle Anwälte gewesen, einen zu finden, der wegen Befehlsverweigerung zum Tode verurteilt worden ist. Es hat diese Person nicht gegeben. Es ist niemand zum Tode verurteilt worden. Es gibt eine Untersuchung von einem Herrn namens Jäger, der hat 115 Leute oder Fälle untersucht, wo Leute den Befehl zur Tötung von Juden oder Sinti und Roma verweigert haben. Keiner ist selbst zum Tode verurteilt worden, beziehungsweise ins KZ gekommen, sondern sie kamen im Zweifel an die Front. Der nächste Fall ist der Fall Dr. Ganzenmüller. Dr. Ganzenmüller war stellvertretender Reichsbahndirektor und Staatssekretär im Reichsverkehrsministerium. Er war zuständig für den Transport der Juden in die Vernichtungslager. Und er hat sich da ziemlich hervorgetan. Man hat ihn zunächst festgenommen. Es ist ihm aber gelungen, aus Internierungshaft zu entfliehen. Und man hat dann lange Zeit nicht gewusst, wo er geblieben ist. Er war bei Hoesch, Justiziar bei Hoesch, jahrelang und hat da gearbeitet. Man hat dann ihm später den Prozess gemacht. Und 1973 hatte man eigentlich sehr viel Beweismaterial. Im Gegensatz zu den anderen Prozessen, wo man auf Zeugen zurückgreifen musste, hatte man gegen Dr. Ganzenmüller sehr viel Urkundsmaterial. Ist ja klar, das ist alles schriftlich gemacht und schön in Akten abgeheftet. Hat man sagen können, ich beschlagnahme die Akte, dann habe ich den. So ungefähr ist das auch gelaufen. Und da gab es auch ein Schreiben, da hat Karl Wolf, der Stellvertreter Heinrich Himmlers, der hat also an den Herrn Ganzenmüller geschrieben: Lieber Genosse Ganzenmüller, für Ihr Schreiben vom 28.07.1942 danke ich Ihnen auch im Namen des Reichsführers SS herzlich. Mit besonderer Freude habe ich von Ihrer Mitteilung Kenntnis erlangt, dass nun schon seit 14 Tagen täglich ein Zug mit 5000 Angehörigen des auserwählten Volkes nach Treblinka fährt. Ich habe von mir aus mit den beteiligten Stellen Fühlung genommen, sodass eine reibungslose Durchführung der gesamten Maßnahmen gewährleistet erscheint. Dieses Schreiben hat Robert Kentner, der Nebenklägervertreter im Ganzenmüller-Prozess, gesagt, Herrn Ganzenmüller vorgehalten und gesagt, was sagen Sie dazu, zu diesem Schreiben? Und Ganzenmüller hat sich ans Herz gefasst und hat gesagt, Herr Vorsitzender, ich kriege keine Luft mehr. Und daraufhin ist die Verhandlung unterbrochen worden und Ganzenmüller wurde in ein Krankenhaus gebracht, ich glaube sogar in Hagen. Und da hat man gesagt, der hat einen schweren Herzanfall, man kann nicht gegen ihn verhandeln, der ist vorläufig nicht verhandlungsfähig. Dann hat man auch da das Verfahren zunächst unterbrochen und gehofft, dass er wieder gesund wird. Es haben aber dann mehrere Sachverständige festgestellt, dass Dr. Ganzenmüller eine schwere Herzerkrankung hat und dieses Verfahren nicht durchstehen kann. Er ist dann, nachdem das Verfahren endgültig eingestellt worden ist, geradezu aufgeblüht und noch 91 Jahre geworden und hat in Bayern am Tegernsee in Saus und Braus gelebt und niemand hat mehr versucht, ihm nochmal das Verfahren zu machen. Und der dritte Fall ist der Fall Kühnemann. Den habe ich ein bisschen verfolgt, weil ein Freund von mir Berichterstatter in diesem Verfahren war.
Dieses Verfahren ist in Duisburg gelaufen. Heinrich Kühnemann hieß der Opernsänger von Auschwitz. Er war ausgebildeter Opernsänger und wenn er jemanden quälte oder sogar tötete, hat er dabei Opernarien gesungen. Und das ist ihm in den späteren Verfahren zum Verhängnis geworden, weil sich viele Zeugen daran erinnern konnten, welche Arie zu welchen Tat gesungen hat. Und man ist zu dem Ergebnis gekommen, oder die Kammer war so weit, dass sie zu einer Verurteilung hätten kommen können. Er war angeklagt wegen sechsfachen Mordes und Beihilfe zum Mord in Hunderten von Fällen. Dann hat er einen Angina pectoris-Anfall bekommen und man hat auch da das Verfahren kurzfristig unterbrochen, ihn untersuchen lassen. Und dann hat ein Arzt gesagt, der hat einen Angina pectoris-Anfall gehabt, hatte ich übrigens auch schon mal. Das ist nichts Besonderes. Und er hat gesagt, man kann bei ihm eine Ballonkatheterbehandlung machen. Also man bläst das dann auf das Herz und dann ist das wieder funktionsfähig. Und die Sterberate einer solchen Behandlung liegt zwischen 0,4 und 0,7%. Das hat der Sachverständige im Verfahren gesagt und der angeklagte Kühnemann hat sich geweigert, dieses Risiko von 0,4 bis 0,7% zu tragen. Und dann hat man gesagt, dann wie sieht es denn dann aus, wenn er es nicht macht? Und da hat der Arzt gesagt, ja, wenn ihr dem Verfahren weiter folgen muss und hört, was ihm alles vorgeworfen wird, dann besteht die Gefahr, dass sich Krankheit verschlimmert und deswegen halte ich es nicht für vertretbar, dass in seiner Anwesenheit verhandelt wird. Dann hat das Gericht gesagt, gut, dann verhandeln wir ohne ihn weiter, denn wenn er sich weigert, eine solche läppische Behandlung über sich ergehen zu lassen, dann ist das so, als wenn er sich freiwillig dem Verfahren entzogen hätte. Und man hat also dann mehrere Tage gegen ihn verhandelt und dann haben die Verteidiger gesagt, also es ist jetzt noch schlimmer als vorher. Jetzt sitzt er zu Hause und weiß nicht, was über ihn gesagt wird. Und dann ist für ihn so schlimm, dass das Herzleiden stärker wird. Und da hat das Landgericht Duisburg einen längeren Beschluss gemacht und hat gesagt, nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts muss ich bei der Frage, ob ich in Abwesenheit verhandle, prüfen, welcher Vorwurf wird ihm gemacht. Und je schwerwiegender der Vorwurf ist, desto eher muss ich mich dem Verfahren stellen. Und wenn ich mich dem Verfahren entziehe, dann darf ich ohne ihn verhandeln. Und dann hat er das Bundesverfassungsgericht angerufen. Der erste Verfassungsbeschwerde war unzulässig, weil er nicht genau gesagt hat, wogegen er sich wehrt, anwaltlich vertreten. Und dann hat es einen zweiten, nachdem das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, wie man das richtig macht, hat er eine zweite Verfassungsbeschwerde durchgeführt und die hat zum Erfolg geführt. Das Bundesverfassungsgericht hat die Entscheidung des Landgerichts Duisburg ohne ihn zu verhandeln, aufgehoben. Und als Folge dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat das Landgericht das Verfahren eingestellt. Wobei ich sagen muss, als ich an diesem Buch gearbeitet habe, habe ich mir die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts natürlich kommen lassen. Und sie setzen sich mit dieser Argumentation des Landgerichts, Schwere der Tat und Verhalten des Angeklagten, mit keinem Wort auseinander. Und da muss ich schon sagen, auch wenn der Herr Marenholz Mitglied Ihres Vereins ist, also das halte ich für einen schweren Fehler. Und ich muss auch sagen, dass mein Freund, das ist schon 26 Jahre her, mit dieser Entscheidung auch heute noch nicht sonderlich gut leben kann. Heinrich Kühnemann ist dann 4 Jahre später an einem Herzleiden verstorben, aber er ist eben nicht verurteilt worden. Ich komme jetzt zu den späten Verfahren und da werden wir nochmal auf Putativnotstand zu sprechen kommen. Ein spätes Verfahren ist das Verfahren gegen Ivan Demjanjuk.
Ivan Denjanjuk war, das hat Herr Zimmermann heute Morgen gesagt, zunächst unter dem Namen John Demjanjuk, ist ja Amerikaner geworden, angeklagt, Ivan der Schreckliche im Konzentrationslager Treblinka gewesen zu sein. Und man hat eine ganz ausführliche Beweisaufnahme in Israel durchgeführt und hat ihn dann zum Tode verurteilt. Er hat selbst kein Wort dazu gesagt. Er hat die Aussage verweigert und man hat mit vielen Zeugen ihm nachzuweisen versucht, dass er Ivan der Schreckliche war. Der oberste Gerichtshof des Staates Israel hat dann Herrn Demjanjuk freigesprochen und er ist nach 7 Jahren in der Todeszelle, immerhin 7 Jahre in der Todeszelle, in die USA abgeschoben worden. Und Jahre später hat man einen Ausweis von ihm gefunden, einen Arbeitsausweis, aus dem zu entnehmen war, dass er Mitglied der Konzentrationslager- oder Vernichtungslagerbesetzung in Sobibor war. Wobei man sagen muss, Ivan Demjanjuk war ein sogenannter Travniki, also ein ukrainischer Helfer. Er war kein SS-Mitglied, sondern wurde als ukrainischer Helfer eingesetzt. Und diese Leute wurden auch oft, nachdem sie ihre Tätigkeit beendet hatten, umgebracht. Also es gibt einen Fall, der sich in Majdanek abgespielt hat. Da hat man in einem Waldlager Juden getötet und diejenigen, die die Juden verscharrt haben, das waren sogenannte Travniki, die wurden ebenfalls erschossen, damit sie nicht sagen konnten, wo die Juden lagen. Und dieser Ivan Demjanjuk wurde beim Landgericht München I angeklagt, Mitglied im Vernichtungslager Sobibor gewesen zu sein. Und man weiß gar nicht, was er da gemacht hatte. Man hatte nur den Ausweis, sonst nichts. Und er hat wieder kein Wort gesagt. Er hat einen einzigen Satz in dem Verfahren gesagt, der hieß, ich bin nicht Adolf Hitler. Sonst hat er nichts gesagt. Und dann hat man, ist man zu dem Ergebnis gekommen, er ist wie in Beihilfe zum Mord dran, denn er war in Sobibor und wer in Sobibor im Vernichtungslager tätig war, der begeht Beihilfe. Und dann hat das Gericht das wohl auch zu erkennen gegeben in einem Beschluss, dass sie ihn wohl verurteilen werden. Und dann hat der Verteidiger, ein ratiger Verteidiger, der hat dann gesagt, mein Mandant hat zwar nichts gesagt, aber dann muss ich wenigstens Putativnotstand geltend machen. Das funktioniert aber nicht mehr, denn wenn ich geltend machen möchte, dass jemand in einer Todesgefahr ist, wenn er einen Befehl nicht ausführt, dann muss ich auch sagen, woher ich diese Angst nehme. Ich muss also was sagen. Wenn ich allerdings nichts sage, dann funktioniert das mit dem Putativnotstand auch nicht mehr. Also der Anwalt konnte nicht sagen, also erstens, er war es nicht und zweitens Putativnotstand. Sondern entweder sage ich, er war es nicht, dann höre ich auf, oder ich sage von Anfang an Putativnotstand. Und bei einem Travniki, da bestand eine tatsächliche Gefahr, dass er dann, wenn er einen Befehl nicht ausführt, dann selbst erschossen wird. Also ich meine, mit dieser anderen Verteidigungsvariante hätte Herr Demjanjuk davonkommen können. Er ist dann zu 4 Jahren Haftstrafe verurteilt worden. Dagegen ist Revision eingelegt worden, die aber nicht mehr durchgeführt worden ist, weil er zwischenzeitlich verstorben ist. Dann hat es ein zweites Verfahren gegeben. Das war das Verfahren gegen Oskar Gröning. Die meisten von Ihnen werden aus der Presse von Oskar Gröning gehört haben. Oskar Gröning war in Auschwitz Mitglied der Effektenkammer. Das heißt, er hat das, was sie den Juden abgenommen haben, hat er katalogisiert und dann die Wertgegenstände nach Berlin geschickt, beziehungsweise ist selbst nach Berlin gefahren und hat das abgegeben. Und dieser Oskar Gröning, der war nur 2-mal an der Rampe in Auschwitz eingesetzt. Sonst war der immer nur Mitglied dieser Effektenkammer. Und das hat er zugegeben, dass er Mitglied der Effektenkammer war. Und man hat ihn dann auch verurteilt zu 4 Jahren Haft, wenn man gesagt hat,
auch wenn du nur Mitglied der Effektenkammer warst. Ohne dich funktionierte das ganze System nicht. Und deswegen wirst du auch wegen Beihilfe verurteilt, obwohl wir gar nicht feststellen können, ob du bei einer Mordtat Beihilfe geleistet hast, sondern du warst in dem Verfahren, in dem Konzentrationslager, und das reicht uns. Und das hat der Bundesgerichtshof mitgemacht. Sie haben das Urteil geholfen und die Entscheidung verkündet. Und sie haben in der Tat gesagt, wer in Auschwitz nicht nur SS-Angehörige behandelt hat. Es hat mal einen Fall gegeben, wo ein Zahnarzt geltend gemacht hat, er hätte nur die Zähne von Aufsehern behandelt und sonst mit in Auschwitz nichts zu tun gehabt. Den hat man dann freigesprochen, wir haben gesagt, mit einem Konzentrationslagerhäftling muss aber mindestens in Verbindung gebracht werden können. Und das war nicht der Fall. Aber Oskar Gröding war natürlich, wenn er die Wertgegenstände der Juden nach Berlin schickt, hat er an diesem Gesamtwerk Auschwitz mitgewirkt und er ist dann verurteilt worden. Er hat dann hinterher einen Begnadigungsantrag gestellt und bevor die Justizministerin des Landes Niedersachsen entscheiden konnte, ist er dann im Alter von 94 Jahren oder 95 Jahren gestorben. Und das ist auch eine Überlegung, die die Engländer und Amerikaner immer angestellt haben. Es gab ein System in England, das hieß Conspiracy, und im amerikanischen Recht gab es den sogenannten Common Design. Da haben die Alliierten gesagt, wer Mitglied eines Konzentrationslagers oder Mitglied eines Vernichtungslagers ist, der hilft dabei, dass das die Tötung von diesen Personen funktioniert, und der ist dann dran und die persönliche Schuld, die prüfen wir bei der Strafzumessung. Deswegen haben wir nicht so viel Aufklärungsarbeit ergreifen müssen, wie das zum Beispiel das Landgericht Düsseldorf im Fall Majdanek gemacht hat, sondern man hat dann nach 4 Wochen schon die Leute verurteilen können. Und im Fall Mauthausen, der erste Mauthausen-Prozess, 61 Angeklagte waren angeklagt. Also da muss man mal sagen, da sind sie in Deutschland gerade noch mit der Feststellung der Person beschäftigt. Da sind schon 4 Wochen um und die haben nach 4 Wochen 58 Angeklagte zum Tode verurteilt und 3 zu lebenslanger Haft. Also das ging dann bei den Amerikanern und Alliierten auch schneller. Dann komme ich zur Strafzumessung. Ich bin der Auffassung, dass die These, ja, es seien ja alles Nazis in der Justiz gewesen, Herr Rottleute würde da vielleicht auch bestätigen, das sei ja kein Wunder gewesen, dass sie alle so milde behandelt wurden. Ich würde dem nicht so hundertprozentig zustimmen, denn es waren doch einige Richter, waren keine NSDAP-Mitglieder. Der Vorsitzende im Majdanek-Prozess war Jahrgang 1930, der Berichterstatter im Sobibor-Prozess war auch Jahrgang 1930 und es waren einige noch jünger. Der Berichterstatter im Majdanek-Prozess war Jahrgang 42. Also es waren keine Leute, die NSDAP-Mitglieder waren und dann nach dem Krieg wieder in Amt und Würden waren, sondern die waren diesem Zeitgeist ausgesetzt. Wenn Sie sich vorstellen, sind Jahrgang 1930, kommen Sie irgendwann in die HJ. Das finden Sie wunderbar, so ungefähr wie Pfadfinder. Da wurden Spiele gemacht, da wurde gewandert, Sport getrieben und Musik gemacht und Lagerfeuer und so weiter. Das gefiel den Kindern. Und wenn die zu Hause waren, dann erzählten die Väter und die Mütter, was die Nazis alles so super gemacht haben, Kraft durch Freude und solche Dinge, und die Leute von der Straße geholt. Dieses Denken, ständig mit der Zeit konfrontiert zu werden, das hat, glaube ich, eher eine Rolle gespielt als eine Nazi-Vergangenheit. Und im Grunde genommen erst diejenigen, die gegen Oskar Gröning verhandelt haben, das war so meine Generation oder vielleicht auch Leute, die 15 Jahre jünger sind als ich, die haben das ganz anders angepackt und haben auch diese 50er Jahre nicht mehr erlebt, die ich als
als lähmend empfunden habe. Auch wenn es da ständig bergauf ging, aber nicht für jeden. Ich habe die als Kind als lähmend empfunden. Und vor allen Dingen habe ich meine Eltern und meinen Onkel und Tanten schweigend empfunden. Mein Vater war NSDAP-Mitglied und SA-Mitglied, hat mit mir nie über diese Zeit gesprochen. Was er in Kriegsgefangenschaft gemacht hat, kann ich Tagebuch führen. Hat er alles erzählt, aber aus der Kriegszeit nichts. Und von den Juden, dass sie getötet wurden, wusste er auch nichts. Und wenn ich dann mal widersprochen habe, dann hat meine Mutter immer eingegriffen und gesagt, was weißt du denn, du warst ja gar nicht dabei. Also das muss man auch mal berücksichtigen, dass diejenigen, die aus den 30er Jahren aufgewachsen waren, näher dran waren an dieser Zeit als meine Generation oder die noch jüngeren. Trotzdem kann ich einige Dinge nicht verstehen. Ich kann zum Beispiel nicht verstehen, dass man jemanden verurteilt wegen Beihilfe zum Totschlag in 500 Fällen. 3 Jahre ist die Mindestfreiheitsstrafe. Wieso kriegt der 4 Jahre? Wieso fange ich erstmal unten bei der Mindeststrafe an und arbeite mich dann hoch? Das habe ich nie verstanden. Auch in der Strafkammerzeit kann mich noch entsinnen, dass wir verhandelten gegen einen ganz üblen Totschläger, vorbestraft wegen Totschlags. Und ich kam dann in die Kammer aus der Zivilkammer und der Vorsitzende sagt, ja, Herr Kellus, was schlagen Sie vor? Und habe ich gesagt, 12 Jahre. Boah, hat er gesagt. Und dann sah schon ganz schlecht aus. Dann war ich schon mit meinem Vorschlag ein bisschen aus und vor. Die Schöffen hören ja in erster Linie auf den Vorsitzenden. Und ich habe dann um die 12 Jahre kämpfen müssen und es sind 10 rausgekommen. Also man denkt sich immer, ja, je milder ich werde, desto größer habe ich Chancen, beim BGH nicht aufgehoben zu werden. Denn wenn ich alle Milderungsgründe berücksichtige und Strafschärfende nicht, ja, dann kann mir beim BGH ja nichts passieren. Denn nur selten legt ja die Staatsanwaltschaft Revision an. Das ist ja meistens der Verteidiger. Und so kommt es für mich auch dazu, dass es so viele milde Urteile gegeben hat. Wobei ich sagen muss, ich habe in der Zeit in der Strafkammer festgestellt, dass die Angst vor dem BGH dort ausgeprägter ist als bei den Zivilrichtern. Also ich habe ja den BGH auch 22 Jahre über mir gehabt und habe eigentlich gut damit leben können, denn im Grunde genommen, wenn der BGH mich aufhebt, gibt es ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder habe ich einen schweren Fehler gemacht, dann hat er mich zu Recht aufgehoben. Oder er hat das ist mir 2-mal passiert, dass gesagt worden ist, also bisher haben wir so entschieden, deswegen hast du auch richtig entschieden, aber jetzt ändern wir unsere Rechtsprechung. Ja, dazu ist der BGH doch da. Wie soll man denn sonst Rechtsfortbildung bekommen? Also immer das Schielen in den Strafkammer, wurde immer gesagt, das hält der BGH niemals. Immer ein Beispiel nennen. Wir hatten eine Einbruchsbande, so viel Zeit haben wir noch. Einbruchsbande, die waren spezialisiert auf Einbrüche in Aldi-Zentrallager. Also es gibt Aldi hat Zentrallager, da stehen die ganzen teuren Cognac- und Whiskyflaschen. Und die haben die geklaut. Mit dem LKW sind hier vorgefahren, haben alles eingeladen. Und die sind dann auch geschnappt worden, die sind angeklagt worden beim Landgericht in Duisburg. Und dann hat ein Anwalt zu Recht geltend gemacht, das, was die Firma Aldi als Schaden bei der Versicherung geltend gemacht hat, passt gar nicht in den LKW. Und deswegen beantrage ich ein Probepacken des LKWs. Und dann habe ich dann in der Beratung gesagt, wenn wir das machen, kommen wir in Teufelsküche, denn das klappt niemals. Und wir haben dann gesagt, haben den Antrag abgelehnt, haben gesagt, wir wissen nicht, wie viele Autos sie dabei hatten. Deswegen hat ein Probepacken eines LKWs keinen Sinn. Da hat der BGH auch zu Recht gesagt, haben wir Bedenken mit dieser Argumentation, aber man darf auch schon mal übers Ziel hinausschießen, wenn man mit solchen Anwälten konfrontiert wird. Also ich konnte mit dem BGH Zeit meines Berufslebens gut leben und ich habe auch schon in der Strafkammer immer wieder gesagt, die sind nicht bekloppt, die sind sogar wahrscheinlich bessere Juristen als wir, sonst würden sie nicht da oben sitzen. Aber Strafrichter haben immer Angst vor dem BGH gehabt. Das hat mich auch immer gestört. Letzter Punkt, den ich noch ansprechen will, ist Verfahrensdauer. Wir haben
Verfahren gab, die haben in Deutschland Jahre gedauert. Majdanek-Prozess 5,5 Jahre, Auschwitz-Prozess 2,5 Jahre. Und die Amerikaner, habe ich eben gesagt, die brauchten für 61 Angeklagte 4 Wochen. Und auch in anderen Prozessen haben die ganz schnell entschieden. Und wenn ich das vor Schülern erzähle, in Schulen, dann sagen die, können Sie uns mal erzählen, wieso das dann damals so schnell ging und jetzt geht es so langsam? Das liegt eben auch an diesem unterschiedlichen Rechtssystem, dass die Amerikaner eben sagen konnten, ja, wer dabei war, der ist dran, und die persönliche Schuld, die berücksichtigen wir bei der Strafzumessung. Die Engländer genauso. Es kommt aber noch was anderes hinzu. Die Amerikaner und die Engländer haben nach dem Krieg die Konzentrationslager vorgefunden, haben gesehen, welche Berge von Leichen da aufgehäuft wurden, haben die ausgezehrten Häftlinge gesehen, und wenn sie die dann als Zeugen vernommen haben, 4 Wochen nach der Lagerbefreiung oder 4 Monate, je nachdem, dann haben die natürlich eine ganz andere Möglichkeit, sich daran zu erinnern, als im Majdanek-Prozess, der 1975 begonnen hat und 1981 endete. Konnte man sich trotzdem noch an viele Dinge erinnern, aber es war nicht mehr so einfach wie direkt nach dem Krieg. Und dann kommt auch noch hinzu, dass es Verfahren gibt. Man musste also oft ins Ausland. Wenn Sie im Ausland einen Zeugen vernehmen wollen, dann müssen Sie einen Rechtshilfeantrag stellen. Und wer das schon mal gemacht hat beim Gericht, einen Rechtshilfeantrag ausstellen, den dürfen Sie nur mit Füllfederhalter unterschreiben. Dann dürfen Sie nicht mit Filzstift unterschreiben und nicht mit Kugelschreiben, sonst kriegen Sie sofort zurück. Und dann liegt der bei dem Rechtspfleger, liegt der Antrag 3 Wochen. Dann wird der bearbeitet, sagen wir in Spanien oder in den USA. Und dann kommt er zurück, liegt er wieder 3 Wochen bei dem Rechtspfleger. Und dann kriegen Sie das Rechtshilfeersuchen zurück. Da steht dann drin, wir haben den Zeugen vernommen, dann können die Aussage jetzt verlesen. Das hat's bei den Amerikanern eben nicht gegeben. Die brauchen keinen Zeugen in den USA oder Kanada oder in Polen zu suchen, sondern hatten die Zeugen griffbereit. Und deswegen hat es auch länger gedauert. Und dann komme ich auch nochmal zu der Frage der Konfliktverteidigung. Die Strafkammertätigkeit ist auch ein ständiger Kampf mit hauptsächlich Verteidigern, aber auch mit der Staatsanwaltschaft. Es gibt ja auch Staatsanwälte, die übers Ziel hinausschießen, die muss man auch ein bisschen einbremsen. Aber es sind vor allen Dingen die Verteidiger. Und ich will mal einen Fall nennen, daran war ich beteiligt und damals als Vorsitzender, weil die Vorsitzende krank war. Da stellte ein Verteidiger nur Suggestivfragen. Und Suggestivfragen sind nicht erlaubt. Also habe ich dem Verteidiger gesagt, die Frage wird nicht zugelassen, es ist eine Suggestivfrage, formulieren Sie die um. Dann hat er sich aber nicht damit zufrieden gegeben, sondern hat gesagt, ich beanstande diese Entscheidung und beantrage eine Entscheidung der Kammer. Dann müsste mit der ganzen Kammer ins Beratungszimmer gehen, auch mit den Schiffen, und dann sagen die, ja, da war auch eine Suggestivfrage, sehen wir genauso. Dann kommt die nächste Frage, ist wieder eine Suggestivfrage. Und dann sagt man wieder, wird nicht zugelassen, Suggestivfrage. Und dann sagt er wieder, Sie kennen ja die Prozedur, ich beanstande diese Entscheidung und bitte um Kammerentscheidung. Und dann geht das im Beratungszimmer los. Ist das ja wirklich eine Suggestivfrage gewesen oder kann man das vielleicht auch anders sehen? Und dann kämpfen Sie dann mit Ihren Beisitzern. Na, das will er ja auch, dass Sie mit Ihren Beisitzern dann kämpfen. Und dann machen Sie das 15 oder 20 Mal am Tag. Und dann haben sie für die Vernehmung eines Zeugen den ganzen Tag verballert, für den sie vorher nur eine Stunde eingeplant haben. Das muss man sich auch mal sehen. Sie müssen auch, um mal einen Kampf gegen einen Beteiligten des Prozesses zu gewinnen, solchen Einsatz zeigen. Aber das kostet alles Zeit. Und das muss man auch mal bedenken, wenn man von Verfahrensdauer spricht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal an den Majdanek-Prozess denke, die waren in Kanada, die waren mehrfach in den USA, die waren in Israel, die waren in Polen, 3-mal in Majdanek haben sie das Vernichtungslager angesehen, wobei ich mich frage, was hat man denn beim 2. Mal gesehen, was man beim 1. Mal nicht gesehen hat. Aber dann
Ich kann mir schon vorstellen, dass manche Verteidiger gesagt haben, sie haben damals nicht richtig hingeguckt. Ich habe genau gesehen, wie sie gerade in die Sonne geguckt haben oder so. Und dann muss man eben nochmal dahin fahren. Also die ganze Frage, die wir uns stellen, ist auch immer die, haben wir, wenn wir über die Aufarbeitung der NS-Justiz sprechen, alles richtig gemacht? Das muss man sagen, bestimmt nicht. Wir haben vieles, es hat viele richtige und gute Urteile gegeben. Es hat hervorragende Schilderungen gegeben von Konzentrationslagerzuständen. Wenn Sie zum Beispiel das Urteil des Landgerichts Hagen zum Sobibor-Prozess lesen, das ist ein von solcher exzellenter Qualität, dass man sagen muss, die Historiker brauchen nur zu übernehmen, das ist einfach wunderbar. Was man den Richtern vorwerfen muss, in vielen Fällen ist, dass sie bei ihrer eigentlichen, ureigenen Aufgabe, Beweiswürdigung, Strafzumessung, Schuldfeststellung, da sind die Ausführungen oft ziemlich dünn. Ich möchte nochmal als Schlusspunkt zu einer Aussage eines Zeugen im Madanek-Prozess Stellung nehmen. Der hat gesagt, es ist einer zu spät zum Appell gekommen. Der musste dann raustreten und ist dann mit Ochsenzimmern so geschlagen worden, dass er bewusstlos zusammengebrochen ist. Der ist dann nicht weggetragen worden, sondern über den Platz geschleift worden. Und dann hat der Zeuge gesagt, und diesen Zeugen hat man nie, und diesen Häftling hat man nie wieder gesehen. Und das Gericht kommt zu dem Ergebnis, ja, aber dass der tot ist, haben wir damit noch nicht festgestellt. Wobei ich mich frage, wo soll er denn sein? Wenn er nicht in der Baracke ist, in der Häftlingsbaracke ist, wenn er nicht an seinem Arbeitsplatz ist, wenn er nicht beim Appell erscheint und auch nicht auf der Krankenstation liegt, wo soll er, der kann ja nur noch entlassen worden sein. Dass jemand, der zu spät zum Appell kommt, am nächsten Tag aber entlassen wird, kann man sich ja nur schwer vorstellen. Also da hätte ich jetzt auch gesagt, oder hätte keine Schwierigkeiten gehabt, in dem Fall zu sagen, dann war der tot, wenn ihn keiner mehr gesehen hat. Aber wie gesagt, die Kammer hat das nicht feststellen können. Und deswegen ist es im Majdanek-Prozess zu Entscheidungen gekommen, die jedenfalls von der Öffentlichkeit so nicht akzeptiert werden konnten. Das war jetzt ein bisschen schnell, aber ich habe nur 1,5 Stunden zur Verfügung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich gern zur Verfügung. Applaus